forbidden meaning, meaning. Let me stay where I'm in phase. I feel better on the weekend. I feel better on the weekend, weekend. Give my life forbidden meaning, meaning. Let me stay where I'm in phase. I feel better on the weekend. Sorry, Freunde, mir ist leider kein besseres Intro eingefallen. In diesem Sinne, was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier aus meinem kleinen chaotischen Studio. Wir machen heute damit weiter, wo wir im letzten Video aufgehört haben. Und zwar sinnlos durch mein Studio laufen und ein paar Pakete aufmachen. Erstmal fetten Dank an euch für den krassen Support, für das krasse Feedback zum letzten Video. Ist ja mega, mega gut bei euch angekommen. Anscheinend macht euch das ein bisschen Spaß, mal wieder andere Videos zu sehen als nur Reaction-Videos. Das heißt, ich versuche jetzt immer ein bisschen abwechslungsreiche Videos zu bringen. Mal sowas, mal sowas. Leider bin ich hier auch nur im Studio und habe nur begrenzt Möglichkeiten, euch was zu zeigen. Aber, Freunde, heute wird es sehr, sehr spannend, sehr, sehr geil. Und zwar die zwei Pakete, sieht man es? Ja, die zwei Pakete werden wir heute aufmachen. Bevor wir damit starten, habe ich natürlich wieder euch was zu erzählen, besser gesagt euch zu zeigen, weil es gab viele Kommentare im letzten Video, macht bitte ein Video zu einem How to make a DJ Livestream, das heißt, wie macht man überhaupt einen DJ Livestream auf Twitch, YouTube Co., also und andere Plattformen. Dann habe ich für euch, weil viele mich auch auf Instagram gefragt haben, welche LED-Beleuchtung ich alle habe. Ich habe jetzt alle mal euch hier hergestellt, das war auch das schönste Intro, was ich jemals abgedreht habe. Die werden wir gleich mal anmachen, also das sind alle, die ich besitze. Und ich muss sagen, diese kleinen LEDs machen so viel aus in einem kleinen Studio oder in einem Livestream. Werden wir gleich anmachen, aber was mir aufgefallen ist, was ich im letzten Video natürlich vergessen habe, euch zu sagen. Und zwar, ich wollte mit euch ja noch über Absorber reden. Ich habe ja, oder ihr habt es ja mitbekommen im letzten Video, also falls ihr das Video nicht gesehen habt, ich verlinke es euch nochmal unten in der Videobeschreibung. Wir haben ja zusammen ich habe im letzten Video euch erzählt, dass ich mir neue Absorber gekauft habe, besser gesagt hier hingeklebt habe. Und ich wollte euch mal kurz was zeigen, und zwar, ich habe jetzt diese Absorber, die ihr hier an der Wand seht, habe ich ungefähr vor 2 Monaten bestellt. Ich bin mega zufrieden, das habe ich aber auch schon im letzten Video gesagt. Hier bin ich wieder, moin moin Meister. Was ich noch ansprechen wollte ist, das waren meine allerersten, ich muss schauen, dass ich euch das im Licht zeigen kann. Das waren meine allerersten Absorber, die ich mir gekauft habe. Ich glaube 3 Packungen, also eine Packung kostet 39 Euro von Amazon, sind 16 Stück drinnen. Jetzt ist mir aufgefallen, weil ich wollte die alten, die restlichen, die ich noch hier hatte, wollte ich hier hinkleben. Hab dann auch angefangen und habe festgestellt, das wollte ich euch kurz zeigen, alt, neu. Das heißt, ich habe hiermit angefangen, habe schon alle hingeklebt, die, wo ich noch übrig hatte, und habe gesehen, oder besser gesagt, das ist wieder eine ganz andere Form oder ein anderes Material. Ich kann es mal so daneben heben. Also man sieht schon, das heißt, die alten konnte ich jetzt hierfür nicht verwenden. Die werde ich wahrscheinlich hier, keine Ahnung, hier unten irgendwo verbauen, wo man es halt nicht sieht. Und ich wollte euch noch kurz zeigen, wenn man den Kleber, den ich euch gezeigt habe, auf diese Absorber klebt, warum lege ich das einfach nicht hier drauf, dann, und ihr das Ganze mal nach einer Zeit wieder abmachen wollt, Fokus ist heute wieder nicht am Start, dann sieht es ungefähr so aus. Das heißt, ihr habt hier, zumindest bei mir, wenn man das schnell abreißt, hier ein paar Löcher drin. Ich will euch damit eigentlich nur sagen, falls ihr vorhabt, euer Studio ein bisschen mit Absorber zu verschönern oder zu beschmücken, wenn man so sagt, kauft euch lieber gleich so viele, wie ihr braucht, weil es kann halt sein, dass nach 3, 4, 5 oder einem Jahr, also Monaten oder einem Jahr, dass wieder anderes Material verwendet wird, und die sehen dann wieder anders aus, und das finde ich dann optisch auch nicht so schön. Deswegen rechnet euch aus, was ihr braucht. Also ein Paket, 16 Einzelteile, Länge mal Breite, 30 mal 30. Und dann schaut einfach, wie viel ihr braucht. Bestellt einfach 3, 4, 5 Kartons. Ich kann euch die nochmal kurz zeigen. So wird das geliefert, also schlichter Karton. Hier sind 16 Stück drin. Sind auch ineinander, ja, reingesteckt, sage ich mal. Und
Ja, ich finde es halt optisch echt geil und ich bin ja lange noch nicht fertig, aber so fürs Erste oder für die Streams sieht schon heftig aus. Ihr habt mich gestern zugebombt, echt mit Nachrichten. Und zwar wolltet ihr unbedingt mal sehen, wie der Bildschirm aussieht, wenn ich streame. Und zwar aktuelles Setup, also hier läuft Twitch, hier ist auch mein Account. Gerne vorbeischauen, wenn ihr Bock habt. Hier seht ihr auch, was im letzten Stream los war. Auf dem Laptop habe ich dann meine Software, also Rekordbox drauf. Leg damit ganz gemütlich auf. Ich muss mir aber abgewöhnen, immer hier auf dieses Display zu schauen, sondern eher mehr hier auf den Laptop. Aber so sieht es aktuell aus. Das heißt, ihr seht, also hier steht ja die Kamera, ihr seht gar nicht diesen Bildschirm. Ich sehe aber den Chat und kann parallel halt meine Playlist durchzappen und Songs auswählen, die ich abspielen will. Jetzt nochmal kurz zu den Sachen. Ich weiß, das Video wird wahrscheinlich ein bisschen länger heute werden. Wir werden jetzt die, oder ich werde die kurz mal anmachen und dann zeige ich euch mal, wie geil die LED-Beleuchtungen sind. Mit Abstand auch mein Top-Favorite, der schöne Blitz. Und zwar, ihr kennt alle Will Sparks. Sein Markenzeichen musste ich mir direkt gönnen. Den kennt ihr schon, das schöne Eis oder was es darstellen soll. Hier hinten, ich glaube, das soll ein Eis darstellen. Und hier Batterie schon schwach, aber meine kleine Ananas. Und das Ganze kann man mit Batterien betreiben und gut, bei dem jetzt nicht, aber bei denen zwei. Man hat die Möglichkeit, hier hinten das Ganze mit Strom auch noch zu versorgen. Das heißt, hier hinten bekommt ihr noch ein USB-Ladekabel sozusagen mitgeliefert. Aber ich benutze alles mit Batterien. Gut, jetzt die habe ich jetzt, was habe ich die? Ich glaube, 2-3 Monate schon laufen. Und jetzt muss ich halt mal die Batterien tauschen. Jetzt würde ich sagen, Freunde, kommen wir zum besten Teil von dem ganzen Video. Und zwar diese, die zwei Pakete aufzumachen. Es wird absolut geisteskrank am Wochenende, wenn der nächste DJ-Livestream startet. Und ich würde sagen, Paket Nummer 1 machen wir auf, dann Paket Nummer 2. Schließen das Ganze an, machen einen Test und ich hoffe, es klappt so, wie ich mir das vorstelle. Und genug geredet, let's go. So, Paket Nummer 1. Also wie gesagt, ich habe hier noch meine zusätzlichen Kabel, die ich brauche. Darum geht es heute. Hier hinten sind auch nochmal Ersatzkabel. Also, falls jemand Kabel braucht, PN an mich, Freunde. Ich habe jetzt genug. Spaß beiseite, hier das erste Teil, was wir heute brauchen. Und zwar einen kleinen Kanister. Jetzt könnt ihr euch schon mal überlegen, für was wir den heute brauchen. Besser gesagt, was in diesem Paket drin ist, weil ich bin selber so gespannt wie ihr jetzt. Und ich hoffe, die Streams wie ein Barber. Es wird ernst. Und zwar, ich habe mir, okay, kleiner als gedacht, ich habe mir, immer kurz mit einer Hand filmen, ich habe mir eine Nebelmaschine gekauft. Ich bin so gespannt, wie das Ganze aussehen wird, wenn diese Laserbar im Einsatz ist, meine LED-Bar im Einsatz ist, diese LED-Leuchten im Einsatz sind und mit den Absorbern im Hintergrund dazu eine kleine Nebelmaschine. Wir packen das Ganze jetzt aus, schließen es an. Ich habe nur eine große Befürchtung und zwar, dass mir hier unten die Sicherung raushaut, weil dieses kleine Teil hier, diese kleine Nebelmaschine hat oder benötigt 500 Watt, also schon ordentlich was. Wenn ihr überlegt, mein Rechner oder mein Netzteil von meinem Rechner hat 650 Watt, dann hier einfach eine Nebelmaschine nochmal mit 500 Watt, dann meine Laserbar hier oben auch nochmal mit keine Ahnung wie viel Watt. Also hier kommt schon einiges zusammen und ihr wisst, die Leitungen hier unten bei mir sind nicht mehr die neuesten, aber wir probieren es aus. Also es wäre auf jeden Fall cool gewesen, wenn jetzt noch jemand die Kameraführung übernehmen könnte. Deswegen, ich gebe mein Bestes, Freunde. Deswegen habe ich mir auch einen Kanister bestellt, weil das ist ja diese Flüssigkeit für die Nebelmaschine. Und wir packen das jetzt einfach mal aus. Ich bin echt gespannt. Ich habe bis jetzt noch nie eine Nebelmaschine gehabt, geschweige denn irgendwo gesehen. Dann haben wir hier, okay,
Freunde, wir haben hier einen Zünder. Okay, sieht schon heftig aus. Mit Antenne. Zündung an. Okay, was geht hier ab? Ach, hier kann man sperren. Fokus. Warte mal, ich gehe mal ein bisschen ins Licht. Man kann hier entsperren und sperren. Packen wir mal weiter aus. Styropor. Stromkabel. Ich freue mich schon auf die Stromrechnung. Come on. Okay. Ich hätte es mir sogar größer vorgestellt. Was haben wir noch hier drin? Stromkabel. Ich muss jetzt echt nicht mal beeilen, weil ich bin schon wieder 20 Minuten, Freunde. Ich würde sagen, wir schließen das Ganze jetzt mal an. Sogar mit Tragegriff. Sehr praktisch, also so sieht's aus. Ich verlinke euch natürlich die Nebelmaschine in der Videobeschreibung, wenn ihr eine haben wollt. Und hier unten die drei Lichter sind nochmal LED-Lichter sozusagen. Das heißt, hier haben wir nochmal einen Strobolichteffekt. Also Freunde, bevor wir jetzt anschließen, ich habe mir gerade mal die Anleitung angeschaut. Hier steht auch leider nicht drin, wie das Ganze funktioniert. Eigentlich ist es ja selbsterklärend. Ich habe hier einmal den Sender sozusagen oder Empfänger. Ne, Sender ist es ja. Das heißt, ich kann mit der Hand steuern, wann ich Nebel haben will. Und hier habe ich einmal die Flüssigkeit dafür und ich habe hier nochmal zusätzlich, da muss ich mich aber nochmal schlau machen, mit einem XLR-Kabel habe ich, und hier nochmal so ein Knopf, habe ich die Möglichkeit, die LEDs zu steuern. Hier ist die Öffnung für die Flüssigkeit. Hier wird leider auch nicht angezeigt, wie viel man reintun soll. Das heißt, ich mache das jetzt nach Gefühl, sage ich mal. Der Kanister wird auf jeden Fall ein paar Wochen oder Monate halten. Solange es mir jetzt nicht die Sicherung raushalt, weil wenn das der Fall ist, Freunde, war es das erstmal mit Streams, weil dann muss ich erstmal schauen, was ich hier mache, weil es kann auch sein, dass mir jetzt genau diese Klemmdose zerschießt. Deswegen drückt mir die Daumen. Doch, man kann es ein bisschen erkennen. Also ich habe jetzt noch ein bisschen Luft gelassen, weil nicht, dass ich zu viel rein tue. Das heißt, okay, ich bin echt mal gespannt, Freunde. Ich mache das Ganze jetzt mal zu. Schließt es da hinten an. Ich weiß noch nicht mal, wo ich das hinstelle. Am besten irgendwo in der Nähe vom Fenster, weil ich muss natürlich dann das Fenster aufmachen. Wir werden natürlich heute nur einen kleinen Test machen. Und am Samstag kommt ihr ganz entspannt, wenn alles funktioniert, in den nächsten Twitch-Stream. Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, ich schließe es jetzt endlich mal an. Ich habe es jetzt mal provisorisch am Boden hingestellt, weil das Kabel auch ziemlich kurz ist. Tut mir auch leid für die Beleuchtung, besser gesagt für das schlechte Licht. Ihr werdet das hoffentlich später dann besser sehen. Ich muss eins noch kurz loswerden, bevor wir das Ganze jetzt einschalten. Dieses XLR oder generell diese Kabel, besser gesagt dieses XLR-Kabel, fühlt sich jetzt echt nicht so hochwertig an. Hier steht irgendwas mit, man soll 2 bis 3 Minuten warten, bis sich das Teil erhitzt. Es wird natürlich nicht hier stehen bleiben für die Streams, sondern ich lasse mir da noch was einfallen. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit, Freunde. Entweder es funktioniert, also wir müssen es kurz anmachen, kurz 2 bis 3 Minuten warten, bis sich, wie gesagt, das Ganze erhitzt. Und entweder es funktioniert und ich habe keinen Sicherungs- oder keinen Stromausfall. Oder es funktioniert nicht. Deswegen, ich schalte es jetzt ein und dann schauen wir mal. So, hier hinten ist der Schalter. Okay, bis jetzt läuft der Strom noch. So Freunde, Stunde der Wahrheit. Also ich muss sagen, es riecht ein bisschen verbrannt. Und jetzt hat Zündung. Okay. Holy shit! Junge! Also. Okay, stinkt schon hart. Freunde, ich muss hier auf jeden Fall Fenster aufmachen. Hoppala. Man sieht es vielleicht jetzt nicht ganz so krass. Er stinkt unnormal. Aber es hat funktioniert. Eine Ladung geht noch. Let's go.
So sieht das Ganze aus, Freunde. Deswegen freut euch auf den nächsten Stream. Es funktioniert. In diesem Sinne, Freunde, man hat jetzt echt nicht viel gesehen, aber es hat funktioniert. Es stinkt hier unnormal, gerade nach dieser verbrannten Flüssigkeit. Deswegen, ich muss mir da noch irgendwas einfallen lassen, weil ich will natürlich nicht den ganzen Raum hier zunebeln. Deswegen muss ich mir da irgendwas überlegen. Also hier steht schon der Mock. Man sieht es wahrscheinlich über die Kamera nicht. Ich werde es auf jeden Fall in einem DJ-Livestream am Samstag oder Freitag, kommt drauf an, wann ich es schaffe, ausprobieren. Joint gerne rein, schaut vorbei, Freunde. Ich melde mich jetzt ab für das Video, auch wenn es ein bisschen kreuz und quer ist. Sicherung ist drin geblieben. Nebelmaschine hat funktioniert, mit LED sogar, also mit zusätzlicher Beleuchtung. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Freunde, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, gerne was Nettes kommentieren. Danke nochmal für den krass geilen Support. Ich hoffe, ihr macht weiter so. Und ich melde mich jetzt ab, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Peace.